Herzlich willkommen zu meinem zweiten Video zum Thema flache Erde. Heute geht es um die Fragestellung der unterschiedlichen Tages- und Nachtlängen bei dem flache Erdmodell. Wir sehen hier wieder die Karte der flachen Erde. Wir haben zum einen den Äquator, zum anderen den nördlichen Wendekreis gestrichelt dargestellt, zum anderen der südliche Wendekreis gestrichelt dargestellt. Und des Weiteren haben wir hier den nördlichen Polarkreis und den südlichen Polarkreis. Die Karte ist im Maßstab 1 cm entsprechend 1000 Kilometern dargestellt. Wir haben auch ein Sonnenmodell und dieses Sonnenmodell ist hier. Es besteht aus einer Säule, 5 cm lang, entsprechend 5000 Kilometer und die Kugel hier an der Spitze soll die Sonne symbolisieren. Bei der Tag- und Nachtgleiche steht die Sonne exakt über dem Äquator. Laut den Vorstellungen der Vertreter der flachen Erde hätte die Sonne hierbei einen runden Lichtkegel. Wie man deutlich sieht, reicht dieser Lichtkegel aber nicht aus, um die Hälfte der Erde zu bestrahlen. Selbst am Äquator würde bei diesem runden Lichtkegel die Sonne morgens um 8 Uhr aufgehen und nachmittags um 16 Uhr untergehen. Das heißt, wir hätten statt 12 Stunden nur 8 Stunden lichte Tageslänge. Das heißt, dieses Verhältnis reicht nicht aus. Wenn die Lichtverhältnisse so dargestellt sind wie hier jetzt, dann würde in der Tat für 12 Stunden überall auf der Welt die Sonne scheinen und die Nachtlänge wäre überall auf der Welt ebenfalls 12 Stunden. Dies entspricht den Tag- und Nachtverhältnissen bzw. der Tagesgrenze, wie wir sie in der Realität bei der Tag- und Nachtgleiche haben. Bei der Sommersonnenwende steht die Sonne exakt hier. Bei der Sommersonnenwende würde der Polarkreis ständig beleuchtet werden, während der südliche Polarkreis im Dunkeln liegt. Diese Maske zeigt einen realistischen Lichtkegel für die Sommersonnenwende. Man sieht, das Licht, der Lichtkegel geht vom nördlichen Polarkreis über die entsprechenden Flächen, die wir hier haben, bis zum südlichen Polarkreis. Jenseits des südlichen Polarkreises herrscht Nacht. Das heißt, selbst über einen ganzen Tag hinweg betrachtet, würde dieser Bereich immer im Dunkeln bleiben. Und man sieht, trotzdem ist der nördliche Polarkreis ständig im Tageslicht. Wenn die Sonne am südlichen Wendekreis steht, haben wir Wintersonnenwende. In diesem Fall würde der nördliche Polarkreis ständig für 24 Stunden im Dunkeln bleiben, während der südliche Polarkreis beleuchtet wird. Es fällt schwer zu erklären, wie eine Sonne, die sich 5000 Kilometer über dem Erdboden befinden soll, solch einen Lichtkegel produzieren soll, insbesondere der hintere Bereich. Man sieht aber, wie eben, wenn wir über die verschiedenen Tageszeiten gehen, dass sich an dem Verhältnis nichts ändert. Auch hier
wird der nördliche Polarkreis ins Dunkel getaucht, während der südliche Polarkreis einen 24 Stunden dichten Tag hat.